Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch? Ich habe gerade ein Buch zum Thema Berufung von einem Paul Donders. Ich habe den ganz genauen Titel gerade nicht im Kopf. Thema Berufung. Dürfen Politiker die Wahrheit verschweigen? Sie sollten immer die Wahrheit sagen bei dem, was Sie sagen. Das halte ich für wichtig. Und mit dem Verschweigen, also grundsätzlich halte ich es für keine gute Idee, Wahrheit zu verschweigen. Vielleicht muss man das eine oder andere nicht sofort sagen, aber wichtig ist, das, was gesagt ist, Wahrheit. Und wichtig ist auch Transparenz, die Bürger zu informieren über das, was wichtig ist und da nichts bewusst vorzuenthalten. Das halte ich für wichtig. Wofür haben Sie zuletzt gespendet und wie viel? Muss ich gerade überlegen. Ich spende, also eine Sache ist, wo ich regelmäßig spende, monatlich, ist eine Arbeit in der Ukraine, wo Kinder aus sozial schwachen Familien betreut werden und wo ich dann auch Mitarbeiter mit spende, die dann unterstütze, die die Kinder dann teilweise auch hinführen, handwerkliche Sachen zu lernen, Perspektive zu bekommen, warmes Essen und so weiter. Was für ein Auto fahren Sie heute und was für eins in 15 Jahren? Im Moment fahre ich einen Golf. In 15 Jahren weiß ich nicht, was ich da fahren werde. Vielleicht ein bisschen größer, aber mir geht es darum, ein praktisches Fahrzeug zu haben, wo viel reinpasst und wo ich gut von A nach B komme. Wie viele Punkte haben Sie in Flensburg? Im Moment keinen und ich hoffe, dass es lange so bleibt. Wann haben Sie zum letzten Mal eine Vorschrift oder Regel missachtet? Also ich bin dieses Jahr auch schon mal zu schnell gefahren. Würden Sie Ihren Kindern erlauben, für eine Friday for Future-Veranstaltung Schule zu schwänzen? Ich würde es nicht gut finden. Ich könnte mir aber, also ich glaube, wenn es einmalig wäre oder eine gelegentliche Beteiligung, glaube ich, wäre es interessant, das mal auszuprobieren und den Kindern das dann auch gegebenenfalls zu erlauben. Als regelmäßige Sache würde ich mich da ausdrücklich gegen aussprechen. Wie oft nutzen Sie im Alltag öffentliche Verkehrsmittel? Das ist jetzt in den Corona-Zeiten deutlich zurückgegangen. Ich bin in den ersten Jahren im Landtag relativ regelmäßig mit der Bahn nach Stuttgart gefahren. Momentan fahre ich fast ausschließlich mit dem Auto. Wann haben Sie zuletzt Fleisch gegessen? Gestern oder vorgestern? Wann haben Sie zum letzten Mal auf einem Markt oder einem Hof in einem Hofladen eingekauft? Weiß ich im Moment tatsächlich nicht. Könnte einige Wochen oder Monate her sein. Wann haben Sie zuletzt gelogen? Weiß ich nicht. Auf wen waren Sie zuletzt neidisch und warum? Fällt mir im Moment nicht ein. Worauf sind Sie stolz? Ich bin stolz darauf, dass ich bei den vielen interessanten Wegen in meinem Leben eigentlich immer wieder weitergegangen bin, nicht aufgegeben habe und damit auch Ziele erreicht habe. Welchen Preis würden Sie gerne mal verleihen und an wen? Ich bin zurzeit in dem Gremium drin, das den Ben Isascha Süskind-Preis verleiht. Und da würde ich gerne noch mehr Preise verleihen an Menschen, die wirklich sich für Israel einsetzen und auch für Versöhnung im Land Israel mit den Palästinensern. Ich bin großer Israel-Freund und Menschen, die sich da engagieren, da würde ich gerne den einen oder anderen Preis verleihen. Könnten Sie einen Shitstorm ertragen? Ich bin in der AfD, ich muss sowas ertragen. Worüber grübeln Sie nachts um 4? Nachts um 4, wenn ich da wach bin. Unter Umständen über das ein oder andere Projekt, was am nächsten Tag zu erledigen ist. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Eine Sache war, ich habe mal Altpapier gesammelt, was wir dann irgendwo abgegeben haben und ein paar Euro bekommen haben. Aber ich sage mal, der erste richtige Ferienjob war Zähler ablesen, Strom, Wasser und Gas und in die Keller der Häuser zu gehen und zu gucken, was da für Zahlen drauf sind. War so interessant. Ich habe dann teilweise nachts davon geträumt und die halbe Nacht im Traum durchgezählt. Das war manchmal anstrengender als das eigentliche Tagesgeschäft. Wann haben Sie zum letzten Mal geweint? Das ist gar nicht lange her. Ich habe das teilweise, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin und mich was anrührt oder ich mich irgendwas begeistert, kommen mir öfter mal Tränen. Was bringt Sie auf die Palme?
ungerechtigte Vorwürfe im Landtag, wenn wir da pauschalisiert angegriffen werden und ich genau weiß, der andere weiß auch, dass das, was er sagt, komplett überzogen ist. Wenn Sie ein Instrument wären, welches wären Sie? Auf jeden Fall ein Streichinstrument. Ich selber spiele Cello und finde den Klang dieses Instruments wunderschön. Vielleicht wäre ich ein Cello. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie? Weiß ich tatsächlich nicht. Was ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Also in dem Wahlkreis in 46 Freiburg, für den ich kandidiere, ist ein Lieblingsplatz sicherlich die Schwarzwald-Lodge in Grafenhausen. Nah am Wasser, wunderschöne Zimmer, also ein kleiner See in der Nähe, Wald in der Nähe. Da am Lagerfeuer sitzen mit Freunden, ganz tolle Sache.